Moin moin, ihr seid hier auf dem Channel Reverse Gravity und im Hintergrund laufen noch die IPF Worlds. Das ist jetzt gerade die 105er Klasse. Das ist, glaube ich, der letzte Flight für diesen Tag. Und das ist ja auch so die angestrebte Klasse von mir, also ist das ziemlich interessant. Ich habe heute auch noch ein bisschen was anderes vor. Heute steht der letzte Trainingstag dieses Blocks an. Ich musste jetzt die letzte Trainingswoche ein bisschen umplanen, weil es war eine goldene Hochzeit bei uns in der Familie und jetzt musste ich den Trainingsplan umplanen, aber das ging eigentlich ganz gut. Und heute wird nochmal gedeadliftet und ich sage nur so viel, es werden nur 7 Reps. Das ganze Training wird 7 Arbeitsreps enthalten, aufgeteilt auf 3 Sätze. Also. Dir. Tim, du gönnst dir schön die Gutheim-Race. Oh shit! Ganz wenig. Deadlifted in unserer neuen Facility. Das müsste das zweite Video hier raus sein, beziehungsweise das erste war ja nur das Umzugsvideo. Und wir ballern direkt mal heute in PR. Wie viele es werden, sage ich euch noch nicht. Aber vielleicht errät das der ein oder andere schon. Ich sage nur so viel, 3xx, mehr sage ich nicht. So, liebe Leute. Ich habe mich jetzt aufgewärmt, jetzt geht's ans Deadliften. Wie gesagt, ich habe heute nur 7 Reps zu tun. Erstmal ein Single, ziemlich schwer ein Single. Wie gesagt, 3xx werden's. Und danach folgen noch 2 Triples mit geringerem Gewicht natürlich, klar. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Das heißt, heute eigentlich chilliger Trainingstag, könnte man denken. Bis auf die erste Wiederholung. Die erste Arbeitswiederholung. Und ja, jetzt mache ich, habe mich gerade unspezifisch warm gemacht. Und jetzt geht's ans spezifische Warmmachen, nämlich die Deadlifts. Ich fange da immer mit 70 Kilo an, genau. Ich benutze die 25er Scheiben. Dann geht's auf 120, 170, 220. Alles so hoch, alles noch ohne Gürtel. Und dann werde ich wahrscheinlich heute 260 machen, 280, 295 und dann 3xx. Könnt vielleicht schon euch überlegen, wie viel das ist. ja, auf jeden Fall, genau. Wir starten jetzt durch und los geht's.
So, das war jetzt das Deadlift-Training. Wie gesagt, es war nur diese eine Single im Prinzip und noch ein bisschen aufwärmen und dann noch 2x3 mit 185 Kilo, also jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Und jetzt bin ich im Prinzip fertig schon. Ich weiß gar nicht mehr, was zu tun ist. Normalerweise war jetzt noch erstmal noch so ein Rattenschwanz an anderen Übungen da dran. Ich fühle mich irgendwie komisch. Also ich habe schon was gemacht, aber irgendwie voll wenig. Aber das muss auch mal sein. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall noch nach Hause. Muss man auch nicht Masse reinballern. Mal gucken. Vielleicht erstmal auch Döner holen. Muss abgecheckt werden. Und dann geht es morgen in einen neuen Trainingsblock. Wie gesagt, das war ja eigentlich der Abschluss dieses Trainingsblocks. Der sollte, also das Training wurde, es war eigentlich ein Freitagstraining. Danach wäre noch ein Samstagstraining gekommen. Und heute am Sonntag hätte ich eigentlich frei gehabt, aber es musste sich ja umändern terminlich. Und das war jetzt aber auch okay, weil das war jetzt zwar eine krasse Belastung, aber es war kaum Volumen. Und der Main-Faktor für wie viel Regeneration ihr braucht, ist vor allen Dingen das Volumen. Natürlich könnt ihr auch Volumen ballern mit einem Gewicht, was euch gar nicht interessiert, aber sage ich mal in den normalen Ranges, so über 50% Arbeitsgewicht, über 55% Arbeitsgewicht, je mehr Volumen ihr da fahrt natürlich, umso fatigter seid ihr natürlich. Und jetzt war es ja nur eine Rep und 2x3, also 7 Reps, also viel Fatigue ist da jetzt nicht. Und die Rep ging ja auch ganz okay, im Lockout war ein bisschen langsam, fand ich. Aber ich finde, die ging gut hoch. Dafür, dass ich heute auch irgendwie nicht so den geilsten Tag hatte, so, also essensmäßig meine ich, ging das ganz gut hoch. Und jetzt, wie gesagt, wird sich noch ein bisschen Masse reingeballert und dann geht es nach Hause. Ihr habt jetzt gerade schon eine kleine Gym-Tour bekommen, die gibt es aber nochmal in real, in geil, in mehr. Wenn ihr Bock habt, aber das Gym schon mal auszuchecken, auf ein paar Fotos, Videos, dies, das, anders, liked mal unseren Aachener Kraftsport-Account. Instagram, Facebook, ich verlinke es mal hier, wow, da und da. Und da könnt ihr schon mal auschecken, da kommt es auf jeden Fall schneller als hier auf YouTube, momentan noch. Also wenn ihr Bock habt, mal einfach vorbeizugucken, könnt ihr natürlich auch, meldet euch über Facebook am besten. Oder wenn ihr natürlich in Aachen wohnt, dann würde ich mal sagen, flattert ihr hier mal vorbei, weil in Aachen gibt es sonst nichts Geileres. Ist jetzt nicht übertrieben gesagt, aber es gibt wirklich nichts Geileres. Also
Nein. Hashtag Eigenwerbung. Nein, Quatsch. Aber es gibt, es ist echt geil. Ja, und jetzt, genau, das war's jetzt eigentlich. Los geht's.